Ja, ich darf Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel der Lotto Hessenliga gegen die Spielvereinigung Oberrat begrüßen. Wir haben 1:1 gesehen. Natürlich auch noch einen schönen Gruß an unsere Gäste aus Oberrat, die noch hier sind. Die beiden Trainer, Mustafa Fehl und Angelo Valletta, werden nun ihre Stellungnahme abgeben. Herr Fehl, Sie als Gast haben zuerst das Wort. Erst einmal einen schönen guten Tag zum Spielverlauf. Wir hatten die ersten 25 Minuten ganz große Probleme, vor allem auf der linken Seite, haben überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommen und haben dann auch verletzungsbedingt den Mann, der auf der linken Seite gespielt hat, auch ausgewechselt und sind dann besser ins Spiel gekommen auf der linken Seite. Es war schwierig heute gegen eine Griesheimer Mannschaft, die bärenstark hier aufgetreten ist, die ersten 25 Minuten, die sehr ballsicher war, sehr flink war, sehr schnell war. Und damit hatten wir ganz große Probleme. Kamen dann immer besser ins Spiel, haben die Räume dann besser zugestellt. Und nach dem Gegentreffer war natürlich ganz wichtig, dass wir direkt 5 Minuten später den Ausgleich machen. Ich denke, wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre es hier ein ganz großes Problem gewesen, vielleicht noch ein Tor zu schießen. Weil meiner Meinung nach Griesheim ein 1-0 sehr gut verteidigen kann. Ich denke mal mit dem erfahrenen Angelo da hinten drin. Das war dann auch unser Glück. Ich denke mal, er hat auch gut getroffen den Ball und ging rein. Und ja, da kam es halt die zweite Halbzeit. Haben versucht, da mitzuspielen, die Räume zuzustellen. Und meiner Meinung nach, mit den 2 Konterchancen, die wir hatten, wenn wir da 1 machen, dann ist Genickbruch für Griesheim und dann gewinnen wir das Spiel 2-1. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit dem Punkt. Aber dieser Punkt ist natürlich für uns da unten im Keller zu wenig, weil wir haben jede Woche einen anderen Kaliber. Ich glaube, jetzt kommt Rot-Weiß Hadamar und danach, ich glaube, Lohfelden und was weiß ich, wie die alle heißen. Aber da gibt es keine schlechten Mannschaften und das ist für uns klar, es wird ganz, ganz schwierig. Wir haben sehr spät Spieler noch verpflichtet, die noch auf dem Markt waren, die wir uns finanziell vorher nicht leisten konnten, die dann natürlich irgendwie irgendwo noch unterkommen mussten. Und das haben wir dann gemacht und die sind noch nicht alle bei 100%. Und wie gesagt, also ich ziehe trotzdem den Hut vor meiner Mannschaft und natürlich vor Griesheim, was der Angelo hier mit dieser Mannschaft gemacht hat. Chapeau. Damit hat gar keiner gerechnet, glaube ich. Und die Jungs sind sehr diszipliniert, arbeiten super in jede Position. Und deswegen nochmal, ich glaube, ihr habt mit dem Abstieg gar nichts zu tun und könnt euch jede Woche freuen. Ja, vielen Dank für die gelungene Analyse des Spiels. Und Angelo, nach diesen Worten fällt es natürlich schwer, noch irgendwas dazuzufügen. Aber wie ich dich kenne, findest du noch was. So, erstmal Hallo an alle. Ja, also mit dem ersten Teil, da stimme ich dem Mussi absolut überein. Auch erste Halbzeit fand ich uns auch sehr dominant. Haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren sehr ballsicher, haben uns versucht, immer wieder über die Außen durchzubrechen, haben uns die eine oder andere Torchance kreiert und sind auch meiner Meinung nach verdient in Führung gegangen. Genau wie es der Mussi auch gut erklärt hat, dann sind wir halt leider, das 1-1 haben wir halt zu früh kassiert. Und nach dem 1-1 ist komischerweise bei uns allen so einen Knacks ins Spiel gekommen. Also wir sind dann in die zweite Halbzeit rausgekommen, da haben wir nie mehr so richtig ins Spiel gefunden wie in der ersten Halbzeit, waren auch ein bisschen kopflos, wollten dann zu viel und dann müssen wir fast vom Glück reden, dass wir nicht das 2-1 kassieren. Ich glaube auch, wenn wir das 2-1 kassieren, dann gehen wir hier heute als Verlierer vom Platz. Ich sehe auch genau wie der Musti, wir haben eine Riesenentwicklung mit der Mannschaft genommen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt hier gegen Oberrat. Das ist für mich immer noch ein direkter Konkurrent gegen Abstieg. Also wir sind da nichts vermessen, dass wir jetzt plötzlich nach oben schielen. Und mit dem Punkt können wir heute hier sehr gut leben und wir schauen guter Dinge nach vorne. Danke. Ja. Ich denke, danke auch für deine Worte, Angelo. Gibt es von den Anwesenden oder falls jemand von der Presse, außer unserem Erwin da ist, noch eine Frage? Hat jemand noch eine Frage an die Trainer? Schönen guten Tag. Petro Azemis von Mein Treffer, mein Name. Mustafa Fehl, in den letzten 5 Spielen gab es nur eine Niederlage. Siehst du auch den Aufwärtstrend bei deiner Mannschaft, dass es jetzt langsam aber sicher aufwärts geht?
Ja, natürlich, man kann das positiv sehen. Man kann sagen, jetzt in den letzten 5 Spielen haben wir jetzt ein Spiel verloren, das war letzte Woche in Lehnertz. Wir hatten natürlich am Anfang ganz, ganz schwere Kaliber, wie mit Rot-Weiß Frankfurt, wo wir 2-mal verloren haben. In Stadt-Allendorf, wo ich sage, in Stadt-Allendorf ist es ganz, ganz schwierig zu spielen. Auch eine sehr, sehr erfahrene, junge Mannschaft, aber sehr erfahren für diese Liga. Und man kann natürlich sagen, es kann aufwärts gehen, aber es kann natürlich, wenn man jetzt 1-2 Spiele wieder verliert, und wir haben jetzt zu viele Unentschieden gehabt, ja, unter anderem auch gegen Alzenau, wo wir gewinnen müssen, und gegen Hessen 3-Eich, wo wir in der 96. Minute den Ausgleich kriegen. Aber darauf will ich mich nicht berufen, zählen nur die Punkte und die Tatsachen, und die haben wir momentan nicht, aber wir sind noch am Leben und wir haben den Anschluss noch ins Mittelfeld. Das ist ganz wichtig für uns und daran müssen wir arbeiten, ganz klar. Gut, noch irgendeine Anmerkung oder Frage aus dem Zuschauerkreis? Das ist nicht der Fall. Dann will ich 1-2 Ankündigung loswerden. Morgen früh spielt unsere U13 um 10 Uhr gegen FDG Funkstadt, Relegationsspiel. Der Coach ist da und hat eben gesagt, die Jungs sind ganz heiß für morgen früh. Ausblick für die nächste Woche. Oberrat empfängt Hadamar. Kollege Phil hat ja schon gesagt, dass wieder ein schweres Los auf sie zukommt. Für uns geht es nach Alzenau. Ich glaube, letzter Sieg in Alzenau, da war Gerhard Kleppinger Trainer bei der Viktoria. Also Angelo, dein Ausblick vielleicht in 2-3 Sätzen noch. Ja, also nur Alzenau ist jetzt auch nicht sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Haben trotzdem jetzt außer 2 Abgänge, ist es fast die gleiche Mannschaft vom letzten Jahr, die Tabellendritter geworden ist. Ich glaube jetzt auch, Jochen Seitz, der Trainer, hat sich jetzt das eine andere Mal die Fußballschuhe jetzt geschnürt. Und wenn er spielt, wird es dann auch sicherlich ganz anders aussehen. Er hat auch viele junge Leute, dementsprechend wird es auch ein sehr heißer Tanz. Die haben jetzt gegen Hessen 3-Eich gewonnen, das habe ich mir angeschaut. Und jetzt, heute, weiß ich gar nicht, haben sie verloren. Also werden die natürlich schön heiß auf uns sein. Gut, dann bleibt es mir noch zu danken dem heutigen Sponsor der Pressekonferenz, unserem Wirt Theo, der gerade reingeschaut hat. Ansonsten wünschen wir vor allem unseren Freunden aus Oberrat alles Gute. Ich denke, auch in früheren Zeiten, auch wenn wir oft auf den Hartplatz mussten, wir sind immer gerne nach Oberrat gefahren. Da ist einfach Fußballatmosphäre und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr in der Hessenliga dorthin fahren. Allen Anwesenden ein schönes Wochenende noch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Heimspiel.